Ich weiß auch nicht, warum das bei der letzten Magma immer so lange dauert. Wenn man vorher so, wenn man hier alles auf 1 hat, man hat es ja gesehen. Im letzten Stream habe ich die ja ausgelöst. Dann waren die erstmal alles voll. Lief ja auch überall über, deswegen war ja hier auch die Straße weg und so. Das hat ja alles funktioniert. Und dann war das hier bis oben hin voll. Wir haben die Magma ablaufen lassen, bis hier sozusagen Einser See war mit ein paar Zweien. Und haben es dann verdunsten lassen. Und der Anfang ging wirklich schnell. Aber der letzte Rest, der war auch ewig. So. Das ist immer noch suspended. Warum? Auf diesem Teil der Straße dürfte jetzt noch nichts mehr liegen. Jetzt noch mal jedes Element hier durch. Dass hier irgendwas liegt, das noch. Nee, hier ist nichts mehr. Guck mal, die Ausrüstung, die hier vorhin lag, die ist auch weg. Die dürfte gar nicht mehr suspended sein. Genauso wenig wie das suspended sein dürfte. Da liegt zwar noch was drunter, aber es ist nicht mehr verboten. Das heißt, es dürfte zum Bauen von irgendwas umgelegt werden. Das ist immer das Problem, wenn du Sachen halt verbietest, dürfen die Zwerge es nicht anpacken und deswegen können sie halt darunter nichts bauen. Okay, die Händler, die hauen jetzt ab. Das ist gut. Dann sind wir die schon mal los. Die braucht hier eh keiner mehr. Ach, guck mal, zwei Zwillingsbrüder. Oh, es geht weit. Wenn man ein paar Minuten warten, kann man zwei neue anschließen. Oh, nur noch ein Magma-Klopp ist da. Gut, aber der Rest der Karawane wird jetzt ja zum Glück nicht mehr kommen. Baust du jetzt? Sieht so aus, ne? Der scheint jetzt in dem Fall ein Stück Straße zu bauen. Okay, die ist jetzt auch fertig. Das heißt, als nächstes müsste das jetzt abgerissen werden, damit wir das auch aus Eisen bauen können. Ne, der Einheitlichkeit halber. Und dann wäre es irgendwann wirklich, das ist aber wieder so etwas, das ist dann so eine Baumaßnahme, wo man sagen muss, das ist so Arbeit für Doofe. Ja, wenn man überhaupt nichts mehr zu tun hat, sozusagen die gesamte Mauer aus Eisen zu machen, dass man wirklich eine Eisenfestung lebt. Inwieweit auch immer das Sinn ergibt. Aber ich stelle mir das halt so storymäßig voll cool vor. Also diese Vorstellung, wenn man so als Besucher da kommt, so als Elf, ne? Nein. Was ist für Elfen wohl schlimmer, wenn wir eine Holzmauer bauen oder eine Eisenmauer? Also sie lieben ja die Natur. Ne? Also ich glaube, so eine Holzpalisade fänden die bestimmt total schrecklich. Wir könnten eine zweite Mauer drumherum bauen, die aus Holz machen, nur um die Elfen zu ärgern. So, einfach mit der Aussage von wegen, jeder sollte Holzpalisaden haben. Den Elfen zuliebe. Da wäre ich voll für. Was ist das? Ein Demand vergessen? Habe ich gar nicht mitbekommen, dass du irgendwelche Ansprüche schon wieder gestellt hast. Kann auch nicht alles mitkriegen. Das Obsidian unter der Brücke stört auch voll meine Optik. Wie es halt so ist. Liegt jetzt hier unter der. Ja, ist auch wieder alles Mögliche verboten. Das können wir direkt aufheben.
Wenn wir die neue Mauer bauen können. Oh nein! Jetzt können wir nicht mehr über die Frau lästern. Die haben wir ja auch nie. Haben wir nie gemacht. Man möchte ja keine Lügen in die Welt setzen. Genau, dafür sind wir viel zu sehr Gentlemen. Vor allem der Hollow. Noch 5, also noch 14. Da kommt direkt auch direkt ein neuer Bade, um nachher Lieder darüber zu singen, wie er umgebracht wird. Die Zwerge geht schon los, ja, ne? Ne, die räumen noch zusammen. Wenn ich so weitermache, lese ich den Hollow nachher wirklich nie wieder. So, Rampe. Auch aus Eisen, perfekt. Da drunter war jetzt aber nichts, ne? Nein. Okay. Aber die Eisenstraße ist fertig. Jetzt müssen wir, wie gesagt, eigentlich hier die hier unten auch legen. Dafür müssen aber auch die Rampen entfernt werden, ne? Hm. Könnte man das theoretisch einfach schon mal machen? Hier so zwei Rampen weg. Da zwei Rampen weg. Das können die Miner ja nachher mal machen, wenn die da unten im Keller fertig sind. Dann bauen wir da halt auch Eisenrampen. Und wie das letzte dämliche Ding Magma da weg ist, ist ja auch verboten, wenn hier noch so ein Beutel rumliegt. Nö. Aber noch ein Eisenhandschuh rum. Ja, keine Sorge, du wirst ja irgendwann wieder freigelassen. Und zwar, wenn es darum geht, das Forgotten Beast einzufangen. Dein Zwergen-Hollow hat nachher schon einen hochwichtigen, suizidalen Auftrag. Anlocken eines riesigen Monsters. Sozusagen als Lebendköder. Ich dachte, das ist jetzt Freundin und nicht Frau. Was habe ich jetzt in den letzten halben Stunde verpasst? Ja, aber sie liegt doch im Bett und kränkelt und du sitzt doch wahrscheinlich in der Zockerhöhle mit ausreichend Sicherheitsabstand. Das würde ich dir jedenfalls empfehlen bei solchen Aussagen. Das ist doch schön, wenn man sich im hohen Alter noch ein Spielzimmer erhalten kann. Habe ich ja hier auch. Na, wie heißt es immer so schön? Ne? Männer werden nicht erwachsen, sie werden nur größer. Beziehungsweise das Spielzeug wird teurer. Ach doch, nicht nur alles aus Katzenleder. Das irritiert mich jetzt aber. Wir haben ja auch anderes Leder mal eingekauft, ne? Das
Sind eigentlich andere Metalle jetzt als Wand, sind die dann auch rutschiger als eine Steinwand? Also wenn ich mir jetzt eine so aus Eisen gegossene Mauer vorstelle, so eine richtige Eisenwand, die hat ja nichts zum Festhalten. Ist das in dem Spiel auch so, also dass dann hier zum Beispiel an der Eisenwand keiner lang klettern kann, das an einer Steinwand aber nur geht, weil Stein halt rau ist mit Fugen zum Reingreifen? Ist sowas hier umgesetzt? Ich vermute mal nicht. Aber cool wär's. Dann wäre das nämlich noch eine Möglichkeit, das Ganze hier irgendwie aufzuhalten. Dass die Leute hier überall rumklettern. Ich komme auch mit dem Zombie an der Wand noch nicht klar. Ich weiß, der hängt da schon ewig, glaube ich, ne? Der ist mir schon mal aufgefallen. Mir ist noch nicht aufgefallen, dass er an der Decke hängt. Glaube ich. Ich habe übrigens heute festgestellt, dass diese Staffel Dwarf Fortress auf meinem YouTube-Kanal mehr als ein Viertel aller Videos ausmacht. Das ist hart. Beziehungsweise zeigt das, wenn ich jetzt bedenke, dass mein Kanal 10 Jahre alt ist fast und ich jetzt seit knapp einem Jahr jetzt erst hier mit dem Stream hier zugange bin, dass ich in einem Jahr ein Viertel von all den Videos der letzten 10 Jahre aufgenommen habe, also mehr sogar, wenn ich die anderen vorherigen Staffeln noch mitzuzähle. Aber diese Festung alleine müsste jetzt 130 Stunden oder sowas schon stehen. Ich finde, das ist für eine Zwergenfestung unglaublich lange. Ja, also, um sich mal ein bisschen selbst zu loben, ein bisschen hier, ne? Klopf auf die Schulter, Eigenlob stinkt, habt ihr nichts von, Geruchs-TV gibt es ja noch nicht, also alles gut, ne? Also, ich bin mit mir sehr zufrieden. Trotz den Massensterben. Woran wir bei diesem Bild immer wieder dran erinnert werden. Warum auch immer da noch eine Sau ist. Guck mal. Wir sind noch bei letzten 11. Das ist aber auch schon alt, ne? Ich weiß immer noch, dass ich das aufgenommen. Das muss 9 Jahre alt sein, fast. Ich weiß irgendwie noch, dass ich World of Xeen aufgenommen habe. Das war noch nicht hier unten im Keller, das war noch oben. Und da gibt es, glaube ich, die ein oder andere Folge mit einer Zwangspause, weil das Kind schreit. Das war noch bei Sohnemann. Wenn der sich, ich habe mich immer rangesetzt zum Zocken. Sozusagen, ich wusste, irgendwann zwischen 12 und 2 meldet der sich. Und wenn meine Frau dann im Bett lag, bin ich halt zum Zocken gegangen. Und hab dann immer so lange gezockt, bis er sich meldet. Dann sag, ach, guck mal, da ist er, hab mir das Fläschchen fertig gemacht. Ne? Oder das Fläschchen war eigentlich schon immer vorbereitet. Ich musste noch mal gucken, ob es temperaturmäßig passt oder ob ich es noch mal ein bisschen kühlen muss oder warm machen oder wie auch immer. Dann habe ich ihm das Fläschchen gegeben. Und dann habe ich mit dem Zocken dann aufgehört und bin auch ins Bett gegangen. Weil als Mann, ne, man weiß es ja, der Mann wird ja von einem Babygeschrei nachts nicht wach. Das ist genetisch bedingt, glaube ich. Das ist. Also das funktioniert nur, dass der Mann nachts wach wird, wenn die Frau nicht da ist. Also es ist unterbewusst, keine Ahnung. Habe ich selber gemerkt. Also ich werde nicht wach, wurde nie wach, wenn die Kinder schreien. Auch heute noch, wenn die Kinder sich beschweren, ich krieg das auch nicht mit. Und wenn aber die Frau nicht da ist, weil, keine Ahnung, mit den Mädels weg oder keine Ahnung, hatte keinen Bock und ist einfach mal weggelaufen für ein paar Tage, dann wird man nachts wach. Dann kriegt man das mit. Dann ist man auch sofort wach. Das Kind schreit nicht erst eine Stunde. Ich glaube, das ist einfach unterbewusst, dass man sieht, Frau ist da. Ich brauche da nicht aufstehen. Und das meint man noch nicht mal böse. Also ich habe das nie böse gemacht. Ich wäre gern, aber ich habe das nie mitgekriegt. Tat mir meine Frau immer unglaublich leid. Also meistens hat sie mich dann aus dem Bett getreten, damit ich aufgestanden bin. Wenn sie mal überhaupt keinen Bock hatte, nachts zum zweiten, dritten oder vierten Mal rauszugehen, wurde ich aus dem Bett getreten. Aber anders hätte ich das nicht mitgekriegt.
Das tat mir auch leid, aber es war einfach so. Deswegen ich immer gern behaupte, dass es genetisch bedingt ist. Mann ist da so. Hoffe ich mal. Sonst wäre ich ein seltsamer Einzelfall. Na, ich kenne es im Bekanntenkreis auch. Viele haben das. Natürlich, ich wurde immer nur sanft aus dem Bett gebeten. Und immer gesagt, Schatz, möchtest du nicht vielleicht bitte einmal aufstehen? Aber natürlich, Schatz. Dann ist man natürlich mit bester Laune aufgestanden, weil man sich freuen konnte, seiner Frau zu helfen. Man war nie verschlafen und schlecht gelaunt dann und ist dann, wenn es unbedingt sein muss. Nein, nie. Und kriegen wir jetzt den letzten noch hier rein? Ja. So, der letzte Mensch noch. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis diese neun Tasks abgeschlossen sind. Dann wird die Brücke geschlossen. Und dann wird der Hebel gezogen. Ah, nee, also ich mache mir da um mich, um mich weniger Sorgen. Weil meine Frau kriegt irgendwie, sie hat mich einfach mal auf YouTube abonniert und kriegt alle paar Tage, kriegt sie eine Erinnerung, Halli hat neue Videos offline, dann klickt sie einmal drauf, lässt einen Daumen da, macht das Video wieder zu und hört von mir 10 Sekunden. Ist okay, passiert nichts. Ich muss das nachher nur so schneiden, dass das, was ich jetzt alles gesagt habe, nicht in den ersten 10 Sekunden von diesem Video kommt. Problematisch ist dann eher Schwiegermutter, die guckt dann ab und zu wirklich eine ganze Folge. Da muss ich halt nur Glück haben, dass sie keine von denen erwischt, wo wir gerade darüber sprechen, dass sie es weitererzählen könnte. So, jetzt haben wir hier nur noch eine Rampe. Das ist doof. So, Rampe. Aus Eisen. Du bist hier suspended, ne? Du siehst nämlich so aus. Weil unter dir liegt noch etwas, wo ein Task drauf ist. Ich kann hier jetzt einen Task drauf. So. Ja, ist gut. Es gibt, glaube ich, leider mehrere Videos von mir, wo ich Sachen sage. Wobei, nee. Migranten, perfekt. 142 haben wir.